Wir brauchen eine Antithese und wir brauchen eine These. Und dann einen zionistischen Staat in Israel zu gründen. Was ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau das ist passiert. Und dann einen Dritten Weltkrieg. Den haben wir ja noch nicht, aber es sieht ja interessant aus, was in der Welt passiert. Der soll im Mittelosten passieren und es soll ein Krieg sein zwischen dem Judentum und dem Islam, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Ist das nicht interessant? 1871. Ein Zitat nach dem anderen. Da ist noch eins. Und dieser Krieg zwischen den Moslems und den Juden, der soll endgültig dieses Armageddon hereinführen. Albert Pike erklärt dann das noch ein bisschen mehr und schreibt dann,